Okay. Gut. Wir schlagen uns mal durch. Oh ja. Das ist gar nicht so klein. Und direkt ist die Eingangstür wieder offen. Sehr schön. Hier noch ein Kartenspiel. Da ist noch jemand. Moin! Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf unserem Kanal. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund schon erkennen kann. Richtig abgelegen, ein ehemaliges Hotel. Da es so weit abgelegen ist und von außen schon sehr mitgenommen aussieht, um es mal milde auszudrücken, erwarte ich nicht allzu viel. Aber manchmal gibt es vielleicht auch Überraschungen. Wie immer heißt es, kommt einfach mal mit. So, ich vermute, ich bin nicht der Einzige, weil ich habe schon zwei Autos stehen sehen, die sehr Urbex-lastig aussehen. Also quasi Hundefänger. Das sieht schon cool aus, ne? Ich hoffe, ich bin schon einmal rundherum gefahren, ich finde hier gar keinen Zugang. In kurzen Hosen, ich natürlich, wieder richtig geil hier. Okay. Gut. Wir schlagen uns mal durch. Oh ja. Das ist gar nicht so klein. Und direkt ist die Eingangstür wieder offen. Sehr schön. Gott. Typischer Lost Place Geruch. Normal, ne? So. Nee. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Das ist natürlich zurechtgestellt, ne? Wie man sieht, ich muss mal die Taschenlampe in die andere Hand nehmen. Hier noch ein Kartenspiel. Sollten wir doch noch einiges finden hier? Wo ist hier die Zufahrtsstraße gewesen? Wo kommt man hier parken? Da verschlägst du erstmal glatt die Sprache. Ach, hier war eine kleine Bühne. Kleiner Umblick. Hier hat man netterweise, es ist ja auch, warum, hier tropft es. Dann hat man schon so einen Pool hingestellt und einen Topf. Ja, wie lange steht das jetzt schon? So, als man es noch retten wollte oder? Hä? Guckt euch das Ding mal an, Freunde. Und hier steht so ein Auffangbehälter. Oh Gott, Gott, wenn ich mir die obere Etage, ich glaube nicht, dass ich die obere Etage betreten kann, aber das habe ich schon so oft gesagt, aber das ist irgendwie cool hier, ne? Das hat was. Wir gehen mal weiter. Ist ja doch noch einiges drin. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Oh, hier, der Boden. Junge, Junge, Junge. So. Hier ist Servicetelefon. Ach Quatsch.
Ob das mal ein heftiger Raum ist? Rechnet man hier? Hammer. Ich liebe es, ne? Diesen natürlichen Verfall. Und jetzt steht da einfach mal noch so eine Orgel. So eine halbe Gitarre. Und ein Fernseher. Eine Tischdecke. Alter, das ist ja mal toll, ey. Karten drin. Tolles Gerät, sag ich mal, wa? Und guckt mal hier, das meine ich damit. Das sieht ja schon eine Taschenlampe und Point wieder. Hier wächst das Moos schon. Und so lange steht die elektrische Orgel hier auch schon. Also das ist ja ein gigantisches Bild. Und von der Atmosphäre her auch. Oh Gott, aber die obere Etage. Freunde, das Ding macht nicht mehr lange. Dass hier noch so viel drin ist. Ich staune. Ja, du rennst auch genau ins Loch, Nee, hier. Kommen wir mal in die Küche. Ey, hier ist ja auch noch alles drin. So, jetzt müssen wir mal rauskriegen. Was ist das? Gas? Ja, ne? Sieht aus wie ein Gasherd, ne? Seit wann? Das sieht gar nicht so alt aus, ne? Seit wann das Ding verlassen ist. Das müssen wir irgendwie mal rauskriegen. Ja, dann kann ich ja nur, wenn wir hochkommen, bin ich gespannt. Heftig, Freunde, ey, heftig. Ob noch irgendwie zimmertechnisch was da ist. So, die Tür hat man quasi förmlich aus den Angeln gerissen. Tür. Ich nehme euch mit. Aha, ist klar. Warum auch nicht? Alles offen, außer die Tür ist zugeschlossen. Vandalismus natürlich schon fortgeschritten. Oh, ist das ein tolles Bild, ey. Hä? Wie komme ich denn zu den Zimmern und so? Weil das war ja von der Höhe her ziemlich groß. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guckt mal. Achso, das ist der Keller. Was war das denn hier nochmal? Hier auch nochmal so ein Barbereich oder, ne? Vorbereitungsraum oder? Ja, muss ja, weil hier die Tür ist. Aber hier geht es auch nicht weiter zu den Zimmern. Muss ich an den Keller gehe ich nicht, Freunde. Ich bin alleine. Das kann ich nicht. Ja, hier war so ein Vorbereitungsraum. Hier ist so eine Luke, wo man was rausgeben konnte. Das ist ein tolles Ding hier. Hier haben wir doch bestimmt wieder ein Datum. Datum drin stehen. So. Was? 85? Nee, das kann nicht sein, ne? Wir müssen mal hier ein Datum rausfinden hier. Schankanlagen mussten ja regelmäßig gewartet werden. Ich habe doch hier irgendwas aufgehabt. Wo ist es denn, Jäger? Da. 95. 95. Okay. Ja, das ist auch das einzige Datum, was ich hier finden kann. Also 95. Seit 1995 nicht verlassen. Schätzen wir mal so 96, 97 oder so. Wow. Ne? Oha. Das ist aber auch gefährlich hier. Gut, dann gehen wir mal raus und gehen wir mal rum und gucken wir mal, ob wir irgendwie zu den Zimmern kommen.
gucken, weil das war ja nur ein kleiner Nebeneingang. Hier muss doch irgendwo einen Haupteingang geben vom Hotel. Ich frage mich überhaupt, weil hier alles zugewachsen ist, keine Zufahrtsstraße, nichts. Das haben sie aber schön freigehalten hier für mich, ne? Ah, wenn nicht, gehen wir hier die Leiter hoch. Ne, machen wir natürlich nicht. Aber wie idyllisch das hier gewesen sein muss. Oder es ist ja immer noch idyllisch. Vor allen Dingen hier ist weit und breit rundherum nichts. 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 Ja. Boah, ist das geil. So sehen aber viele Hotels und Wohnhäuser hier. Es ist so typisch, ne? Der Baustil hier so. Und viele sehen auch so abgeranzt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wohnen noch welche drin. So, dann gehen wir mal rein. Durch die gelbe Türe muss er kommen. Tatsache, wir kommen noch zu den Zimmern. Das ist ja geil. Den Teppich haben sie auch schon für uns ausgelegt. So, hier steht schon ein Stuhl. Das lässt ja hoffen, dass hier noch Mobiliar in den Zimmern ist. Tatsache. Okay, nicht spektakulär randaliert. Aber es ist noch, warum macht man das? Ja, weil hier steht man, hier ist auch weit und breit nichts, ne? Wow. Wow. Das sieht doch aus wie 90er-Style. Krass, ich stelle mir mal vor, wenn ich mal so ein Lost Place sehe, wo ich mal früher... Oh, der Boden sagt hier total nach... Also, von links nach rechts. Alter. Die Tür geht gar nicht auf. Ey, hier ist noch Wahnsinn. Hier ist auch ein ganz angenehmes Klima drin, muss ich sagen. Die Kommode hatten wir schon mal irgendwo. Aber die ist noch ganz, ne? Auch schön hergerichtet. Ach so, huch. Ist da noch was drin? Nee. Aber schön, ne? Hier. Urlauber-Look. Nee, ist einfach nur pottenheiß draußen, Freunde. Hier. Ein Dreierstecker konnte man noch nicht gebrauchen. Ich meine, der Boden macht einen stabilen Eindruck, ne? Aber ich habe ja gesehen im Flur, wie der wanderte. Krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier wirklich... Sind das meine... Nee, das ist der Boden. Alter, hier... Der federt aber richtig. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Lohnt sich das? Oh Gott. Der sackt hier völlig ab, Freunde. Das ist so typische 90er-Sessel, ne? Und Stuhl. Ja, weiß ich nicht, ob ich da hingehen kann. Ich fülle mal rein und gehe mal hin. Weil um die Ecke steht bestimmt noch einiges. Aber das ganze Objekt hier, guckt euch mal, sackt, ja, bestimmt 10, 20 cm ist es da, tiefer als da. Junge, das hat es bald geschafft. Entweder mit mir. Gott, ey, Jäger. Das hat sich natürlich nicht gelohnt. Natürlich lohnt sich das, ne? Oh, habe ich mich erschrocken eben. Ich habe bloß schwarz gesehen. Und einen Gürtel. Ja, 90er, also kommt hin. Ich schätze mal, wenn 96 die letzte Eintragung war, so 96, 97, 98,
Um Gottes Willen, Freunde. Der Boden ist richtig schief. Hat noch höher? Ich spinne ja wohl, oder was? Ah, hier haben sie schon versucht aufzubrechen. Also ist man da nicht reingekommen. Doch, ist man. Oh, das war eine. Wieso ist denn hier eine Stahltür als Zimmer? Ja, Tatsache. Noch alles möbliert. Ein Gästebett, Sessel. Verstehe ich immer nicht, ne? Na gut, bestimmt Konkurs gegangen oder pleite gegangen. Ja, na klar. Wie viele Türen denn noch? Ey, das Ganze. Oh. Freunde, hier stinkt's. Hier hat einer richtig einen reingesetzt. Boah, aber wie sind diese so Stahltüren, Feuerschutztüren, ne? Das ist ja widerlich. Krasses Ding mal wieder. Warum? Wieso hat man den denn da eine Seite dunkelblau, eine Seite grau gestrichen? Das hat man nachträglich gemacht, ne? Ja. Also es gab nur Toiletten auf den jeweiligen Etagen. Ey, ich kann aber nicht. Aber überall auch einen reingesetzt. Sag mal, ich würde doch hier nicht auf Toilette gehen. Um Gottes Willen. Guck mal, die haben alles aufgebrochen hier. Hier sagt auch der Boden ab. Aber Freunde, das ist mir zu gefährlich hier. Sagte er und ging weiter. Oh, ich weiß nicht, ob das auf Kamera rüberkommt. Ich muss die mal hinstellen. Vielleicht kann man das sehen, wie der von links nach rechts richtig absackt. Bestimmt 20 cm. Jetzt muss man die Kamera ruhig halten, der Jäger. So, von hier. Naja, sagen wir mal 10. Wollen wir nicht übertreiben, ne? Wow. Hier hat man sich mal was anderes einfallen lassen. Die Vorhänge, ne? Typisch 90er und zu kurz. Hä? Wir waren auch hier am 2.1.23. Ja, schön. Kann man hier noch lang gehen? Gott, ey. Ein bisschen mulmig ist mir schon, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe natürlich auch wieder ganz alleine, wenn ich. Aber wenn du fällst, dann fällst du, ne? Ach, es lohnt sich mal wieder nicht. Das heißt, es lohnt sich nicht, aber. Das war etwas großzügiger, das Zimmer. Und ein Universum-Fernseher. Den man noch ganz gelassen hat, wie man sich das hier hingestellt hat, ne? Als wenn ihr noch Fernsehen gucken würdet, genau. Okay. Boah, das ist aber echt gefährlich hier. Also bitte nicht nachmachen. Warum zeigst du uns das denn hier? Ja, richtig, berechtigte Frage. Weil ich bescheuert bin. Boah, sind die Möbel alt, ne? Da, das Ding ist doch richtig alt. Auch der Schrank. Bip, bip, ja. Da wollte ich mein Handy laut ausmachen. Hab ich vergessen. Nee, noch höher gehe ich nicht. Obwohl. Das sieht alles gut aus noch. Ach, hier. Das ist immer schön, eine Zeitung zu finden, weil da kann man mal aufs Datum gucken. Was natürlich nicht heißt. Weil hier ist so ein Kinderteppich, ne? Mit Teddybären sehe ich gerade. Das ist zu dem Zeitpunkt. Die Zeitung könnte ja schon länger liegen. Aber hier steht wieder kein Datum. 5. Kalenderwoche 98.
alles schön mit Teppich ausgelegt. Boah. Was mache ich hier? Oh, der allseits bekannte Fliesentisch aus den 90ern. Ey, wie hat man sich das hier abgedunkelt? Matratze vorgemacht. Also, dass hier Obdachlose übernachten, ist sehr unwahrscheinlich, weil man muss ziemlich weit fahren oder laufen oder gehen, um an den nächsten Ort zu gelangen. Auch hier. Für die 90er doch sicherlich nicht hässlich. Hier wieder die Vorhänge zu kurz. Was habt ihr denn gekauft hier? Wenn ich mir die Tür so anbetrachte hier. Aber alles aufgebrochen, ne? Und dann für das. Ja, hier hat man wenigstens ne, die Vorhänge in der richtigen Länge gekauft. Oh, Alter, das sackt, das ganze Haus sackt ab. Ja. Alles klar, oberste Etage, dann kommen die ganzen Tapeten runter, ne? Ist das nur durch, ja, das sieht ja aus wie Feuchtigkeit, ne? Da ist der Heizkörper schon abgebaut. Von ganz oben. Ganz unten stehen sie und ganz oben bauen sie ihn ab. Ja, nichts Spektakuläres, Freunde. Aber wieso geht die Tür nicht auf? Wie steht dran im Privat? Oh, wir haben noch einen Dachboden. Oha, das ist auch schick hier. Aha, guck doch mal, D-Mark-Zeiten. Die Tageskarte, das ist immer sehr schön. Tagessuppe kostet 3 D-Mark. Osterlammbraten, also Osterlammbraten, dazu Prinzessbohnen und Salzkarte. Oh, ich krieg Hunger. Schweineländchen mit Rahmchampignons, dazu, Entschuldigung, apropos Hunger, Röstitaler mit gemischten Salatteller, 18,50 €. Gemüsepfanne mit Putensteak, 16,50 €. Krass. Oh, die Salatplatte war aber teuer, ne? Herzhafte Salatplatte mit Ei und Thunfisch. Was waren daran herzhafte? Thunfisch? Gedünstet? Oh, ey, hört auf. Kinderteller. Oh, 9 D-Mark 50, also D-Mark Zeiten. Ja. Also doch noch so einiges drin hier. So abgelegen, so verranzt von außen, hätte ich niemals mit gerechnet. Und was ist das hier? Unterschriften von Mitgliedern. Sonntag, den 6.3.99. Aha, Treffen. Siehst du, ich sag doch, es muss nicht 96 gewesen sein. Schade, das kann man nicht mehr entziffern. Dachboden, 11 Uhr auf dem Dachboden. Was? Treffen, 11 bis 13.10 Uhr. Besprechung, Mitglieder, was wir im Wald machen. Später, was ist das für ein Deutsch? Wir spielen, wo wir spielen, was zum nächsten Mal mit, ach, das sind bloß Notizen. Ich wollte sagen, wie schreibt man denn hier? Ah, hier aber, 99, also muss es 99 noch im Betrieb gewesen sein. Toll, ne? Was haben wir hier noch? Ach Gott. Das muss was machen, um Mitglied zu werden. Das muss man machen, um Mitglied zu werden. Aha. Also erstens, 5 Sachen erschmecken, wünschen, ach so, das waren so eine Rituale hier, also Rituale im positiven Sinne, Kinder, die haben hier richtig Spiele gemacht und richtig Programm, cool, oh, sogar noch Stift, habt ihr noch malt? Und hier die Zeichnung, wenn einer seine Zeichnung hier wiedererkennt,
mal bitte melden bei mir. Oh, ach du Scheiße, hier ist eine Adresse drin, das muss ich pixeln. Name und Adressliste. Isabel war dabei. Mit Telefonnummer, ne? Marcella und Janine. 1999. Also falls eine Isabel aus Lautertal mal zuguckt, eine Marcella aus Lautertal und eine Janine aus Lautertal. Ich werde es mal verpixeln, ne? Also die Adresse zeige ich jetzt nicht. Telefonnummer steht hier auch noch. Ich könnte ja mal anrufen, ne? Soll ich mal anrufen? Nee, das macht man nicht. Ich bin hier im Hotel, wo ihr mal vor 30 Jahren wart. Wie bitte? Meldet euch mal. Das wäre ja mal cool. Richtig. Null fehlt, ist gleich entschuldigt. Aha. Junge, die haben ja richtig hier Möge gepikst. Sehr interessant. Sehr interessant. Warum ist das hier oben? So. Jetzt kommt das Interessanteste immer von so einem Hotel. Oder allgemein. Von so einem Objekt. Der sieht aber ziemlich stabil aus hier, der Dachboden. Muss ich ja mal sagen. Wirklich jetzt. Die Bretter sehen richtig gut aus. Morgen. Aufstehen. Frühstück ist noch nicht fertig. Hier haben auch wir hier geschlafen. Oh, hier die Tiere. Guck mal, Tierkot. Das riecht man auch. Und Marder hier, alles angenagt. So, hier Gästebetten. Katzenkönigin sanft. Was? Marcella, schon wieder Marcella, 10 Jahre alt. Was denn 99, ne? Wenn Marcella 99 10 Jahre alt war, dann wurde 89 geboren. Oh, ist noch jünger als ich. Marcella, melde dich mal als ich. Als Icke. Marcella, wenn du dieses Video hier siehst, durch Zufall, oder ihr kennt eine Marcella aus Lauterbach, oder die anderen Namen, die ich mal vorgelesen habe, die soll sich mal bitte bei mir melden. Vielleicht haben die noch Fotos, wie es früher aussah. Das wäre sehr interessant. So, was lief dann am 8. März auf RTL um 20.15 Uhr? 1940. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, schon damals. Von wann ist die denn? Doll, ne? Mal so eine Fernsehzeitung hier. 10 goldene Regeln für bares Sparen, ja. Ob man hier so ein Datum finden würde. Weiter mehr jetzt, ja, aber naja. Wieso ist denn hier immer bloß bis 19? Glücksrad lief da noch auf Sat 1. Das ist ja schon ganz lange her. Gut. Mega interessant. Hier auch noch eine Toilette. Wanne und Dusche nicht benutzen. Das leckt. Wo denn? Wo ist denn hier eine Wanne und eine Dusche? Also hier oben hat man notdürftig noch eine. Jetzt kommt die Tür, Freunde. Uah. Krass. Gemütlich. Geil. Da müssen ja Kinder gewesen sein, ne? Aber hier oben der Dachboden ist richtig stabil, Freunde. Das dicke Malbuch oder so, hier Mobbing, ne? Und die Couch? Mega. Also, was heißt mega, aber hier, ne? Nicht kaputt gemacht, noch nicht verschimmelt, weil hier oben ist wirklich gut alles noch, muss ich sagen. Und hier könnt ihr mal rausgucken. Ach, da steht ja doch noch ein Haus. Doch, hier ist doch noch Zivilisation. Coca-Cola. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh. 22 Jahre ist diese Dose alt. Ob ich darauf noch Pfand kriege? Puh, heftiges Objekt, ne?
Also ich habe damit gerechnet, dass hier gar nichts mehr drin ist. Und dann sind auch noch so einige Sachen, nichts Spektakuläres, aber und ein paar Hinweise haben wir rausgekriegt. 1999, Marcella, wirklich jetzt, ich meine das ernst, melde dich mal. 89 geboren. Jetzt kann ich Mathe-Genie gar nicht so schnell ausrechnen. Schreib mal bitte rein, lieber Chat, wie alt sie jetzt ist. Da ist noch jemand. Moin! Ich filme, aber nicht euch. Ne? Okay, alles gut. Grüßt euch. So. Ja, das war klar, dass wir hier nicht alleine sind. Wir gehen mal weiter. Oh, ich hasse euch. Warum muss ich mir das immer antun? Ja, also, was soll passieren? Ich war ganz oben, bin ich runtergefallen. Jetzt bin ich ganz unten und ich glaube, es lohnt sich sogar noch hier, ne? Alter Schwede. Hier war eine Küche. Oder hier war die Küche. Küpersbusch, Gelsenkirchen. Krass. Was ist das hier? Ach, hier so ein... Ah, Philipp, jetzt würdest du wieder... Guck mal, wie groß hier der Gasbrenner ist. Huch Gott. Das ist toll, ne? Ein Glück, ich bin noch in den Keller gegangen. Oh, Alter. Hier ist noch so ein alter Hauklotz, oder wie nennt man das? Komm, ich vergesse uns immer. Ich muss gleich die Räume abklappern. Heizungsraum. Heizung ist noch drin. So, die Gefriertruhe. Wollte mal sehen, wie dunkel das wirklich ist. Wie horrormäßig das aussieht. Schon wieder eine Cola. Da! Panzerfäuste. Nein, war ein Spaß. So, was ist das hier? Kühlungsmittel. Nee. Reinigungsmittel. Mensch, nicht Kühlungsmittel, Reinigungsmittel? Was ist das denn für ein Behälter? Stand das unter Druck oder wie? Boah, war ein Wasserboiler sicherlich, aber hier unten ist ein angenehmes Klima, ne? Ein richtig angenehmes Klima. Oh, das hat aber auch schon wieder was Mystisches hier. Um Gottes Willen. Freunde der Nacht, hier war Lager für die Gastro. Bäh. Hört ihr das? Hier könnt ihr mal den Boden gucken, ist alles nass und feucht. Da geht noch mal eine Treppe hoch. Hier standen die Bierfässer. Wie alt das Bierfass ist da, ne? Hier auch noch mal einen schönen Schnäppi getrunken. Ja, hier war die Zapfanlage, wollte ich gerade sagen. Zapfanlage nicht, sondern... Boah, also dass man hier so viel noch findet. Krass. Der Zerfall auch, ne? Und wie sich das alles hier... Hier ist alles verrottet und oh, Elektrolux, Junge, größer ging es nicht früher. Ein Staubsauger übrigens, falls ihr euch fragt, was das ist. Ja, hier war die kleine Werkstatt höchstwahrscheinlich. Sieht man ja Farben, Lacke, weiß ich was alles. Bierrohrreiniger. Ja, hier floss bestimmt jede Menge Bier. Kühlschrank darf auch nicht fehlen auf dem Lost Place. Heftig, ey. Das ist ein heftiges Ding. So, habe ich alles? Weil dann könnte ich ja mal diese Treppe hoch hier, ne? Wie gehen wir diese Treppe hoch dann? Oh Gott, hier musste gebückt gehen. Ach so, hier waren wir vorhin. Das ist das, wo ich nicht runter wollte. Ach, siehst du, das ist, weil hier sind wir nämlich wieder in der Bar, in den Vorbereitungsraum. Genau, und hier unten. Hier standen dann die Bierfässer und so. Oh Gott. Alles gut, nichts passiert. Aber wo hat man denn die Bierfässer? Hat man die echt hier reingeschleppt? Ich dachte hier von unten irgendwie gibt es einen Eingang oder so. Junge, wisst ihr, was so ein Bierfass wiegt? Kommt drauf an, wie viele Liter drin sind, ne? War wieder eine sehr intelligente Frage von mir. Ja, ich habe schon selbst gemerkt. Das ist doll hier. Das ist auch geil.
Mega. Nachher macht so einen Scheiß, aber die Leitung hat von alleine im Laufe der Zeit den Geist aufgegeben und sich krass durchgebaumelt. Das ist ein Breter, ne? Irgendwie. Ein Kippbreter oder wie sagt Philipp immer dazu? Philipp würde mich jetzt erschlagen, wenn er es sieht. Hier gerade, das heißt so und so. Das sieht aus wie ein Mixer. Diese Jacke. Schön, ne? Irgendwann klatscht es runter, so wie das hier. Pflanzenöl noch voll? Natürlich. Öl ist teuer. Auch hier, ne? Wir sind alles voll, die Konserven. Kann ich das noch erkennen, was das ist? Bohnen. Ach ja, es gab ja Bohnen, ne? Prinzessbohnen. Zum Osterbrunch, wollte ich gerade sagen. Hier, Schattenmorellenort, die habe ich gerne gegessen. Sind das süße oder saure Kirschen? Pfoster ist leer. Oh, sag mal, er fliegt heute noch hin. Tolles Ding heute. So, dann gehe ich mal raus. Und dann gucken wir mal, ob es hier noch mehr zu sehen gibt. Auch schöne Gegend hier. Ja, das war noch so ein kleiner Anbau, extra Zimmer. Mega. Spannendes Objekt. Ach, hier kommt man ganz einfach hoch. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, feine Film gefallen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig, wenn ihr uns unterstützen wollt, immer dieselbe Leier, ne? Kommentieren, damit helft ihr uns sehr. Ich fahre jetzt zum nächsten Lost Place. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Ich gucke auf den Bildschirm. Ich hoffe, man sieht das nachher nicht im... ist egal. Bis zum nächsten Video. Haut rein.